Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Verfolgungsjagd und zwar bei BeamNG mit dem vielversprechenden Titel Supergeschwindigkeit. Jage und stoppe die Fahrerin, die mit extremer Geschwindigkeit über die Autobahn rast. Viel Erfolg. Bleiben Sie stehen, alter Schwede. Verbrechen lohnt sich nicht. Das ist ein geiles Auto. Oh, das ballert gut. Das ist vor allen Dingen schwer zu beherrschen. Okay, der Wagen hat kein Allrad. Versuch Nummer 2. Ich muss ein bisschen mehr Gefühl. Oh ja. Alter, der Wagen. Nein! Der Wagen will immer ausbrechen. Also mit der Brechstange wird das heute nichts. Vor allen Dingen, ich fahre ja schon. Warte mal, aus Strada? Was ist denn Strada? Oh. Okay, Paletto. Jetzt mal die erste Kurve vielleicht mal schaffen. Nicht sofort Vollgas. Alter, vor allen Dingen, Junge, wie viel PS hat denn der Wagen? Wir fahren hier ganz locker 200 km/h. Volle Kanne beschleunigen, du fällst zurück. Ja, Junge, was soll ich denn machen? Oh, nein! Alles gut. Ja, nichts ist gut. Alter, das ist nicht einfach. So, warte mal, jetzt mal hier. Wir gehen mal auf Sport, aber Sport wird mir noch weniger Stabilität bringen. Aber egal, wir probieren's. So, jetzt hier mal kräftig durchdrücken. Das war fast schon ein Fehler. Jetzt. Wir wissen hier jetzt gleich, genau. Hier sieht man, man sieht auch seine ihre Bremsspuren. Entschuldigung, Ma'am. Oh ja. Und jetzt wieder raus beschleunigen. Wir können wirklich so ein bisschen auf die Bremsspuren achten. Alter, 250, 260, 70 Bremsspuren. Bisschen runter und wieder aufs Gas. Perfekt. Jetzt haben wir es raus. Bleiben Sie stehen! Verbrechen lohnt sich nicht. Du fällst zurück, Junge. Ich fahre 300 km/h. Bremsspuren. Wie kann ich da? Ganz ruhig, ganz ruhig. Nein. Alles ist scheiße. Krass. Junge, die ist eine Verrückte. Die ist absolut geisteskrank. Aber ich hatte das Gefühl, im Sportmodus geht das ein bisschen besser. Hier gab es eine kleine Bremse. Das sollten wir ebenfalls... Alter, wir sind gut. Wir sind gut am Start. Vor allen Dingen sieht es so aus, als hätte die Person Motorprobleme. Das qualmt doch teilweise. Jetzt einfach ran. Einfach ran. Ran da! Ja! Ja! Bremse! Nein! Was ist los jetzt? Was ist los? Du bleibst stehen. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Let's go! Wir haben alles geschafft. Abgesehen von verhafte den Verdächtigen, indem du ihn nur einmal stoppst. Aber das war ja mega. Junge, ich habe eine 1,15. Super krasse Goldmedaille wäre 1,30 gewesen. Nicht schlecht. Oh, jetzt gehen wir mal hier in die andere Position. Bring den Schatz zum Fischerdorf und weiche der Polizei aus. Es gibt irgendwie total viele neue Missionen in BeamNG. Falls ihr da Lust drauf habt, dass ich auch mal die ganzen anderen Missionen daddel. Weil teilweise kannst du mit Kanonen schießen. Also BeamNG entwickelt sich halt echt richtig geil weiter. So, du hast eine geheime Schatztruhe aus dem Stadtpark ausgegraben, aber der Besitzer hat es gesehen und ist stinksauer. Die Polizei wurde gerufen. Bring den Schatz zum Fischerdorf und lade ihn am sicheren Ort ab. Erreiche das markierte Ziel, fahre dann weg und fliehe weiter. Weiche der Polizei aus, um diese Mission abzuschließen. Ich würde sagen, let's go! Ach, guck mal, da oben sieht man auch die Parameter. Verhaften, ausweichen. Oh, was ist das denn? Okay, ich wiederhole, ich habe Luftverlust im Reifen. Ja, das ist doch, ja, aber was hätte ich denn da machen sollen? Wie muss ich denn durch eine Straße? Okay. Brudi, mach nicht. Es war so klar. Oh, ja, ich komme hier nicht mehr weg. Ich bin auf gut Deutsch gesagt am Arsch. Oh Mann, ey. Das kann was werden. Okay, darf ich denn... Also kann ich fahren, wie ich will? Also ich könnte natürlich jetzt auch einfach sagen, okay, ich fahre hier längs, ne? Aber ich weiß jetzt ja überhaupt nicht... Ah, doch! Ah! Chillig! Hier. Ja, hier komm ich hier durch? Entschuldigen Sie. Ja, mach mal nicht 3, 2, 1. Ja. Tschüss, Loser. Junge. Einfach super Brain. Ja, da ist auch noch einer. Austricksen. Austricksen links. Und ich fahre rechts. Das war knapp. Das war... Jo. Ah,
kurz bremsen. Nee. Oh, kein Luftverlust. Alles gut. Hier einmal. Chillig. Oh, Leute, lasst mich doch einfach mal mein Leben leben. Ich will doch nur ein bisschen klauen. Klauen ist doch super. Nein, Leute, klauen ist nicht... Nein! Ist nicht super. Sonst werdet ihr von der Polizei verfolgt. Und das ist... Oh, Alter! Der ist mir... Nee, jetzt... Scheiße. Fahr. Fahr doch. Junge, mein... Gott sei Dank ist da hinten nichts drin. Als ob wir immer noch fahren. Der ist mir da volle Kanne hinten reingefahren. So, jetzt Schatz oder was? Genau, jetzt hier Schatz abholen oder was? Hier anhalten. Erreiche Zielort, fliehe jetzt. Ja, das ist nicht so einfach. Ah. Ja, okay, das war's. Nein. Jo, was ist mit meine Reifen? Ich hatte so viel Glück, da überhaupt hinzukommen. Wie schaffe ich's, dort zu drehen? Beziehungsweise die größere Frage ist, wie schaffe ich es nochmal so weit zu kommen? Weil irgendwie war das, ja, mehr Glück als Verstand. Entschuldigung. Moin. Geiles Ding. So, einfach weiterballern. Rudi. Und, aua, ausgetrickst. Einfach kurz links angetäuscht, aber dann rechts vorbei. So, das sieht doch ganz gut aus. Oh, jetzt machen sie hier so ein Doppelgemisch. Nee. Ah, ich hätte links fahren. Ja, hup nochmal, um mich zu verhöhen. Ich hätte rechts antäuschen und dann links rüberziehen müssen. Das klappt eigentlich ganz gut. Weil so ballert er mich da halt komplett weg. Ach, guck mal, es ist auch immer komplett random, wo die ganzen Autos sind. Weil eben waren hier ja noch welche. Klar, jetzt kommen sowieso. Jetzt versuche ich wieder rechts anzu... Na, ich bleibe einfach rechts. Einfach mit Gas. Mit Gas. Oh. Diesmal waren wir scheinbar ein bisschen schneller. Müssen hier aber auch schnell bleiben. So, wir täuschen an. Perfekt, das klappt sehr, sehr gut. So, die Frage ist, ob ich da vorne nicht ein bisschen rückwärts reinfahre. Wisst ihr, was ich meine? So, links antäuschen. Ja, scheiß drauf. Ja, das musste ich riskieren. Jetzt geht's hier rüber. Das hat sehr gut geklappt. Ah, jetzt kommen sie natürlich von vorne. Ja, was mache ich denn jetzt? Okay, er fährt vorbei. Habe ich hier eine Möglichkeit, ein bisschen... So, warte mal. Ja. Hier komm ich nicht raus. Ja, er kann mich... Ja, perfekt. Let's go. Jetzt müssen wir einfach nur vor der Polizei flüchten. Wenn wir es jetzt schaffen, komplett wegzukommen, dann ist alles GG. Da vorne hat sich einer selbst zerstört. Und jetzt einfach nur ballern. Und hoffen, dass hier nicht noch weitere Polizei ist. Ich kenne leider die Straße hier auch nicht. Einfach gucken. Ah, guck mal. Ausweichen da vorne geht immer... Ah, toll. Ja, genau. Fahrt mal schön alle. Macht mir mal alles schön Platz. Das finde ich doch nice. Danke, Jungs. Ich glaube, die haben einfach probiert zu drehen. Und dann hatte die KI... Ah, scheiße. Okay, lass uns links fahren. Kein Plan, wo es hinführt. Aber hoffentlich irgendwo dahin, wo es schön ist. Ja, ist schön. Ein Fehler und mein Auto ist kaputt. Bisschen langsam. Das ist eigentlich krass, wir fahren trotzdem 50 hier. Okay, der biegt links ab. Genauso rühre ich mal da links. Finde ich gut. Alter, warum ist denn hier so viel Polizei? Wow! Alter! Er kommt einfach da aus dem Wald. Ah, der eine ist immer noch hinter mir her. Und wieder, Alter! Ah, scheiße! Na, Mist. Okay. Ey, ihr geht mir richtig auf den Sack. Ich fahre jetzt Offroad. Oh nein, das war ein Fehler. Scheiße. Nein, bitte nicht. Fahr doch rückwärts. So. Scheiße. Fahr doch. Nein, wir hängen im Baum. Es ist so... Junge, so unlucky. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Junge, es respawnt ja immer wieder Polizei. Ich weiß aber auch nicht, wenn ich jetzt, weißt du, irgendwo hinfahre, auf so einen Trail... Wo halt, keine Ahnung, nicht unbedingt eine befestigte Straße, ob ich mich da perfekt verstecken kann. So, tschüss, Brudi. Uff. Jetzt kommen wir dann ja halt immer die ganzen, ja, also wie jetzt, Straßensperren. So. Oh, ich dachte, das wäre ein dicker Baum. Okay, wir kommen ganz gut durch. Ja, jetzt kommt einer direkt. Ich versuche links und fahre dann rechts. Chillig. Na, zwei Stück.
Alles gut, alles gut. Ja, toll, sie werden mich jetzt von hinten wieder crashen. Oh, was für ein Sprung. Induktionssystem, Ölwanne beschädigt. Ich kann noch fahren. Ich bin ein bisschen kaputt. Ich mach's jetzt halt so. Hier anhalten, Zielort erreicht. Hier längs, komm. Boah, der Wagen fährt sich gerade so müllig. Da vorne ist auch er. Ich einfach nur drauf konzentrieren, jetzt hier lebendig wegzukommen. Guck mal da, da rechts wäre zum Beispiel, glaube ich, ein kleiner Trail gewesen, den man schon hätte nehmen können. Da, nein. Lass mich in Ruhe. Uff. Da wollte das wissen. Ja, hier, da zum Beispiel, dieser kleine Trail, der da so rechts rumging. Ich höre auf jeden Fall noch die Polizeisirenen. Ist jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen. Aber hier kommt auch nichts mehr. Nee, ich muss weiter. Weil der wird mir... Ich merke ihn in meinem... Ich merke seinen Atem in meinem Nacken. Rechts. Ah! Ich sehe diese Trails zu spät. Das ist das große Problem. Jo, und das war's. Und das war's. Ach, komm! Nee, Mann, ich fahr weiter. Wo ist dieser Trail? Motor hat zu wenig Öl. Wir fahren noch. Das gibt's nicht. Der war hier vorne irgendwo. Es ist unsere einzige Möglichkeit, hier jetzt noch wegzukommen. Nein. Okay, da ist einer. Hier muss gleich wieder einer kommen. Nee, 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 lass mich in Ruhe. Nein! Bitte, Leute! Nein! Fahr, 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 fahr! Du kannst noch, du kannst noch. Du bist noch nicht kaputt. Ich glaube an dich, Brody. Ich fahr jetzt hier Offroad. Lass mich in Ruhe, ihr Polizisten, Alter. Fahrt ihr mal schön hier gegen die Bäume. Ich höre keine Sirenen. Ja, Alter, unser Auto ist so im Arsch. Aber das Ausweichen geht höher. Guck mal hier. Ist perfekt. Jawohl, das war echt hart. Dafür bist du definitiv... Alter, Junge, let's freaking go. Leute, das war's mit einer kleinen Runde von BeamNG. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne ein Like rein. Hier seht ihr auf der Team Paluten-Kanal weitere Videos. Gönnt euch. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.